Herr Professor Walster, welche innovativen Ansätze bei aktiv assistierenden Technologien gibt es? Ja, wir sehen es hier auf dem Kongress, dass wir enorme Fortschritte haben in dem Bereich der Anomalieerkennung. Also das geht darum, ein älterer Mensch lebt allein in seiner Wohnung. Wie kann ich extern erkennen, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt, dass er erkrankt ist, im schlimmsten Fall sogar schwer verletzt irgendwo liegt? Wie kann ich das erkennen? Und das führt auch zu einem Grundthema, was viele ältere Menschen plagt, das ist die Sturzerkennung. Es ist bekannt, dass ältere Menschen auch in einer barrierefreien Wohnung leider immer wieder ausrutschen. Zum Teil machen sie nachts, wenn sie zur Toilette gehen, das Licht nicht an, stolpern und so weiter. Die Sturzerkennung ist eins der Dinge, wo wir jetzt wirklich sagen, wir haben Lösungen. Das heißt, wenn der Sturz erfolgt, dann wird nicht nur ein Signal ausgelöst, nein, ein naher Angehöriger wird zum Beispiel über Telefon, ja, als Internet, als SMS-Nachricht, über WhatsApp oder was auch immer, informiert und kann dann Hilfeleistung. Das ist eine Sache, die konnten wir vor 2-3 Jahren noch nicht machen. Also ein wirklicher, echter Fortschritt. Aber wir haben auch durch die Smart-Home-Technologie natürlich viele Dinge, diese Stürze schon von vornherein zu vermeiden. Auch da ein simples Beispiel. Wir haben heute simple Sensoren in der Bettdecke, die schon erkennen, aha, der Senior steht auf. Es ist aber noch Nacht, er will zur Toilette, also gehen automatisch die Lichter an. Kurioserweise haben wir festgestellt, viele Stürze werden verursacht, weil ältere Menschen einfach ohne Licht sozusagen sich da zur Toilette hangeln. Und wenn das dann automatisch angeht, auch wieder von der Elektrotechnik eine einfache Sache, aber sehr wirkungsvoll, um auch eine Prävention für den Sturz vorzusehen. Das sind zwei schöne Beispiele, wo man wirklich sieht, das kann auch lebensverlängernd wirken, denn wenn jemand stürzt, ist oft die Gefahr, dass er sogar eine neue Hüfte braucht. Sie kennen das alle, dann ins Krankenhaus kommt und dann noch eine Lungenentzündung dazu kommt und das ist das Ende. Was gibt es Neues im Bereich der Mobilität, zum Beispiel beim Automobil? Beim Automobil haben wir heute Systeme, die wir koppeln können, die also praktisch schon feststellen, jemand hat zum Beispiel einen Diabetes-Schock, kann kurzzeitig, hat einen kleinen Blackout, ja, und dann kann das Fahrzeug autonom ein Stück weiterfahren. Solche Systeme hat beispielsweise BMW, aber auch Mercedes schon entwickelt. Das passt sehr gut zu dem vollautonomen Fahren, was ja jetzt in aller Munde als Entwicklung ist. Aber die erste Stufe wird so eine Teilautonomie für wenige Sekunden oder Minuten sein. Dann fährt das System an den Bordsteinrand und Sie sind gerettet. Eine weitere Sache ist natürlich, dass wir heute durch die elektronischen Cockpits die Möglichkeit haben, alle Systeme, die Assistenzfunktion, beispielsweise ganz simpel, das Navigationssystem, sowohl in der Stimme als auch in der File-Symbolik bis hin zum Algorithmus auf ältere Menschen abzustellen. Konkretes Beispiel, es wird viel früher gesagt, du sollst abbiegen. Das ist vielen älteren Menschen zu knapp. Die wollen schon durchaus mal 5 Kilometer vorher hören. Ja, auf der Autobahn, demnächst müssen wir mal abbiegen und dann nochmal. Jungen Leuten, denen ist das dann zu viel Geplapper. Der Alte möchte das aber schon vorzeitig hören, nicht im letzten Moment. Zweiter Punkt, er will die Pfeile größer sehen und er will die Stimme etwas sonorer und langsamer gesprochen haben. Und das können wir heute alles durch die Software einstellen. Wir können also quasi eine Individualisierung des Cockpits. Die neuesten Autos der jetzigen Generation haben das sogenannte digitale Cockpit, was programmierbar ist. Und da werden immer mehr auch Firmen Apps entwickeln, sodass sie in ihrem Auto sozusagen auch seniorengerecht individualisiert fahren können. Auch eine tolle Erleichterung durch Software. Was verbirgt sich denn hinter dem Stichwort Dual Use? Dual Use heißt, dass wir Technologien aus dem Smart Home, wie sie heute zum Beispiel ganz stark im Bereich der drahtlosen Security-Systeme angeboten wird. Sie kriegen heute Lösungen von der Stange, ich sag mal für 100 Euro, einen Dienst, der mit mehreren Fenstersensoren, Türsensoren, Bewegungssensoren ausgestattet sind. Das sind kleine Systeme, die sogar selber installieren können oder mit relativ wenig Aufwand, Sachkunde, ans Internet angeschlossen sind und die eigentlich dazu dienen,
unbefugten Zugang zu Ihrer Wohnung zu kontrollieren. Die gleichen Systeme, deshalb Dual Use, können Sie jetzt aber auch im Bereich assistiertes Wohnen nutzen, beispielsweise Demenzkranke zu beobachten oder, was wir eben sprachen, die Anomalieerkennung zu machen. Umgekehrt können Sie Systeme, die Sie eigentlich für die Anomalieerkennung, wieder zur Security. Und hier sehen Sie, dass man einen Mehrwert schöpft. Und das ist auch gerade für ältere Menschen wichtig. Wir haben nämlich festgestellt, dass gerade bei Älteren das Sicherheitsbedürfnis, die Angst vor einem Einbruch oder Überfall auch sehr stark ist, sodass man auch dann ein zweites Argument hat, in diese Technik zu investieren. Wo sehen Sie denn die Herausforderungen beim Betrieb dieser Technologie? Ja, das ist ein riesiges Thema, denn allein schon bei der Installation scheitert es oft, dass wir gar keine qualifizierten Handwerksbetriebe finden, die einem ein solches System auch mal in die Wohnung einbringen können. Erster Punkt. Zweiter Punkt, diese Systeme brauchen natürlich wie jedes technische System eine Wartung, ein Update. Sie kennen das von Ihrem Smartphone. Mancher weiß auch gar nicht, kann er neue Updates, wie spielt er die ein, um Gottes Willen, er kommt da nicht mehr klar damit. Das muss gemacht werden bei einem Smart Home und gerade beim assistierten Leben. Und hier stellt sich die Frage der Ausbildung dieser Kräfte im Handwerk, aber zweitens auch, wie können wir das als Businessmodell fahren? Ich kann nicht einen Handwerksbetrieb nur wegen einem Reset, weil ich meinen Server, meinen Home-Server mal starten muss, bitten, das ist sehr teuer. Wie können wir dort neue Businessmodelle? Ein Beispiel, was ich selbst kenne in Japan, die sind dort schon weiter, dass dort zum Beispiel die Post dieses als Service anbietet, denn der Postbote muss ja die letzte Meile sowieso tun. Und wenn er dann einen Brief ausliefert, sagt er, ja, haben Sie noch ein Problem mit Ihrem Heimserver? Ja, ist soweit geschult, dass er zumindest mal weiß, wo der Reset-Knopf sich befindet. Wo sehen Sie denn die spannenden Perspektiven bei der Weiterentwicklung der Technologien? Also ich glaube, eine Hauptperspektive ist, dass wir diese Technik völlig unsichtbar für den Älteren machen können. Durch die stärkere Miniaturisierung, auch durch die Funktechnologie, brauchen wir erstens keine Verdrahtung. Wir sehen nicht irgendwelche Kameras oder Sensoren im Wohnzimmer rumhängen. Das möchte der Ältere nicht, sondern wir können das so diskret einbauen, dass quasi der Computer, die Internettechnologie für den älteren Menschen unsichtbar bleibt, dass er also in seiner gewohnten Wohnung, so wie er seine Bilder immer gehängt hat und auch seine Möbel platziert hat, nicht intrusiv, sagt man, darstellen. Wir sagen immer, der Computer must disappear, wir wollen ihn gar nicht sehen, denn das ist etwas, was viele Menschen dann im Alter abschreckt und sagt, wir wollen hier nicht in einem Technikladen leben und wir wollen auch nicht in einem Computer leben, sondern ganz normal in unserem Wohnzimmer. Und da kommen wir immer weiter in dieser Richtung. Inwieweit gefährden denn diese neuen Technologien den Schutz der Privatsphäre? Das ist ein ganz wichtiges Thema und muss beantwortet werden. Wir gehen da so vor, dass wir versuchen, die meisten Daten lokal in dem Gebäude zu halten, das heißt einen sogenannten Home-Server, auch eine Home-Cloud, und diese Daten nicht unbedingt in Cloud-Rechenzentren zu übertragen. Im besten Falle noch vielleicht zu einem Stadtwerk. Dort hat die Bevölkerung sehr großes Vertrauen. Aber wir wollen natürlich nicht unbedingt, dass diese Daten an Google oder an andere Großunternehmen, gerade in den USA, gehen. NSA sozusagen im Wohnzimmer, jetzt implizit durch assistierende Technologien, das möchten wir nicht. Und da ist unsere Bevölkerung aber auch sehr kritisch. Wir haben technische Lösungen, um das zu vermeiden. Was wir nicht können, einen hundertprozentigen Schutz, wird es, sobald Sie Internet in der Wohnung haben, niemals geben. Aber wir werden alles dafür tun und haben das schon gemacht, durch diese sozusagen Lokalisierung der Information, keine Übertragung der Daten nach außen, sondern wir sagen, wir sammeln das und geben dann den Impuls an den Schwiegersohn, der soll bitte kommen, es ist jemand gefallen, anstatt zu sagen, diese ganzen Daten sammeln, dann schicken wir die zu einem Server in den USA und der meldet dem Schwiegersohn. Diesen Umweg, den wollen wir uns ersparen.